So, hat hier 693, 286, dann mache ich Division mit Rest und dann bleibt der Rest 121. Dann nehme ich die beiden Zahlen, trage sie hier rüber, 286, 121, das durch das, Division mit Rest, bleibt 44 übrig. So, 121, 44, Division mit Rest, bleibt der Rest 33, 44, 33, bleibt der Rest 11 und 33, 11, bleibt der Rest 0. Das ist die Kurzschreibweise von euklidischen Algorithmus. Und dann weiß ich, das hier ist mein GGT von diesen beiden Zahlen. Aber auch von diesen beiden und von diesen beiden und von diesen beiden und von diesen beiden. So. Allgemein geschrieben. Was mache ich für Rechnung? Wenn ich jetzt sage, mein A ist mein R1, mein B ist mein R2, dann weiß ich ja, ich habe mein R1 ist gleich Q mal R2 plus und da bleibt ein Rest R3. Ne? Jetzt nehme ich mein R2 und gucke, wie oft geht das R3 rein und dann bleibt ein R4 übrig. Jetzt nehme ich mein R3 und gucke, wie oft geht mein R4 rein. Und dann bleibt ein R5 übrig. So. Jetzt weiß ich doch das Folgende. Der größte gemeinsame Teiler, ich nenne es mal G. Mein G teilt mein R1 und mein G teilt mein R2. Oder nee, warten Sie mal. Anderes Argument. Wir wollen ja rauskriegen, warum endet das immer auf 0. Okay? Ich weiß, wenn ich Division mit Rest mache, ist mein R3 auf jeden Fall mal kleiner als mein R2. Im nächsten Schritt weiß ich, mein R4 ist auf jeden Fall mal kleiner als mein R3. Sonst wäre das nicht der Rest. Ich weiß also, R4 ist kleiner als R3. Hier weiß ich, R5 ist kleiner als R4. Oder anders gesagt, ich weiß, mein R4 ist kleiner als mein R3, mein R5 ist kleiner als mein R4, mein R6 ist kleiner als mein R5, mein R7 ist kleiner als mein R6 und so weiter. Die Zahl ist auf jeden Fall echt kleiner als die, ja, weil ich hier Division durch Rest mit Rest durch diese hier mache. Die Zahl ist kleiner als die, die ist kleiner als die, die ist kleiner als die. Ich habe hier eine Folge natürlicher Zahlen, die immer echt kleiner werden. Es kann gar nicht anders sein, als dass das irgendwann bei 0 endet. Ja. Es kann ja nicht unendlich weitergehen und die werden tatsächlich immer echt kleiner. Es muss irgendwann bei 0 enden, geht nicht anders. Und dann ist das hier mein größter gemeinsamer Teiler. Mit den Überlegungen, den Regelanwendungen, die ich hier gemacht habe. So. Ja? Ja, aber was wäre jetzt, wenn in der letzten Zeile 33 nicht durch 11 teilbar wäre? Es geht nicht. Es muss in der letzten Zeile ja 0 stehen. Das heißt, in der letzten Zeile muss es teilbar sein. Es geht nicht alles. Wenn es 14 wäre, dann wäre es halt nur zweimal teilbar und es gäbe nicht am Rest. Dann wäre es nicht die letzte Zeile. Genau. Ja, wenn das hier nicht teilbar wäre, wenn hier 14 stehen würde zum Beispiel, dann gäbe es wieder einen Rest, dann wäre das nicht die letzte Zeile. Es würde so lange weitergehen, bis da 0 steht. Ja. Einfach mal eine Spekulation. Würde es nicht reichen, dass wir nicht so weit dividieren mit Rest, bis ich einen Rest habe, der aus einer Quadratzahl besteht? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, aha, R ist 121, ist ja die Quadratzahl aus 11 von 11. Und die restlichen Zahlen, die wobei R dabei sind, sind danach immer noch 11 teilbar. Ja, okay, das aber, Sie haben recht, also wenn Sie jetzt hier auf 121 kommen, dann sagen, das ist 11 mal 11. Ja, wäre das immer so? Ja, Sie kommen nicht immer auf Quadratzahlen, das ist ein Zufall. Ja. Eine Sache muss ich noch nachtragen. Das habe ich vorhin bei der Division mit Rest vergessen zu sagen, ist aber nicht schlimm. Noch zwei Bezeichnungen führe ich ein.
Und zwar, wenn ich die Division mit Rest habe, a ist gleich q mal, r, q mal b plus r, ja, dann bezeichne ich, a, bezeichne ich q als a div b. Also a dividiert durch b, dieses div ist nicht die normale Division, sondern die Division mit Rest. Q ist das, was rauskommt, wenn ich a durch b mit Rest dividiere. Und das r ist a mod b. A mod oder modulo, das bedeutet einfach, wenn ich a durch b mit Rest teile, welcher Rest bleibt übrig? A modulo b ist der Rest bei Division von a durch b. Ja, das noch als Nachtrag, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ja. Okay, in diesem Sinne, bis nächste Woche.